Hey, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes versus Arsène Lupin, Jagd Arsène Lupin, wie steht's hier? Jagd Arsène Lupin, Nemesis, Remastered, für den PC. Im letzten Part haben wir uns weiter hier im Britischen Museum umgesehen. Wir sind nach wie vor Lupin auf der Spur. Wir hatten dieses Rätsel, es war eine absolute Katastrophe, aber wir haben die... War das das letzte Rätsel? Ich glaube... Oder war da noch eins dazwischen? Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall machen wir jetzt das hier. Falls ich heute irgendwie ein bisschen verschnupft oder so klinge, keine Sorge. A, ich nehme heute nur einen Part auf. Also ab dem nächsten Part ist wieder normal. Und B, bin ich verschnupft oder erkältet oder was auch immer. Es ist gerade eine allergische Reaktion. Aber ich hoffe, es wird für den einen Part gehen. Meine Güte. So. Das haben wir gezählt. Ich weiß nicht mehr, wie das Rätsel ging. Das muss ich mir nochmal kurz angucken. Zählt man sie zusammen, gibt man bis 8. Der kleine Weiße gleich 2 Drehungen macht. Okay. Ja, whatever. Schauen wir erstmal. Nimm den blauen Planeten. Also, wir brauchen wieder eine Formel. Der bedeutet Erde zum Quadrat. Um sie mit 2 zu multiplizieren. Moment. Und dann im blauen Planeten, auf dem wir rotieren, quadriere seine Drehungen, um sie mit 2 zu multiplizieren. Also mal 2. Erstell das Produkt beider Zahlen und zähl 1000 dazu. Moment, welche beiden Zahlen? Ich weiß nicht, was die erste Zahl ist. Okay. Das muss ich dann mal irgendwas anderes. Kein Plan, was das andere ist. Und das dann ist gleich x und dann x plus 1000. Ist rund y. Okay. Gut, dann rechnen wir erstmal. Blauer Planet ist 3. Quadriert sind 9 mal 2 sind 18. Damit haben wir die erste Zahl. Was ist jetzt die zweite Zahl? Muss ich jetzt die alle zusammenzählen oder wie? Ich will mir den Mond noch mal kurz angucken. Weil... Ich habe nicht ganz verstanden, das mit den macht gleich 2 Umdrehungen. Weil der Mond sich auch noch dreimal um die Erde dreht, oder wie? Also wäre es dann nicht... Muss ich mal rechnen. Ich mache das jetzt im Kopf. Ich rechne erstmal alle Planeten zusammen, okay? Planeten sind... Okay, 6 plus 5 sind wir bei 11. Plus 3 sind wir bei 14. Plus 4 sind wir bei 18, plus 2 sind wir bei 20, plus 1 sind wir bei 21, nur die Planeten. Dann haben wir noch die 13 vom Mond, das werden zusammen also 34. So, jetzt ist die Frage, ob man dann jetzt nochmal plus 3 rechnen muss, weil sich der Mond ja noch dreimal um die Sonne dreht. Das klang gerade so, dann wären wir theoretisch bei 37 mit einem Fragezeichen. So, jetzt muss ich mir das nochmal durchlesen. Zählt man sie zusammen, gibt man besser 8, der kleine Weiße gleich 2 Drehungen macht. Ja, einmal halt um die Erde und einmal um die Sonne. Oder wie ist es gemeint? Das verstehe ich nicht. Aber so wäre jetzt erstmal, jetzt mache ich mir einen Taschenrechner dazu. Oh Gott, meine allergische Reaktion wird gerade doch wesentlich schlimmer, als ich gedacht habe. Ich müsste mal eine Tablette nehmen. Mache ich vielleicht gleich. Aber wir gucken erstmal, ich mache jetzt einfach mal 18 mal 37, nur bei 666 plus 1000, rund sind also 2000 dann, oder wie, ja wie rund? Achso, zählt 1000 dazu, das macht es gleich rund, achso, also nicht rund. Also 1666 wäre, wenn wir das mit dem Mond so machen,
Wenn wir das mit dem Mond nicht so machen, dann kämen wir auf 34 mal 18 plus 1000, wenn wir bei 1612. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal kurz hier raus und gebe mal in diesen Lesekram ein. Erstmal 1666. Da ist, wonach ich gesucht habe. Da kommt tatsächlich was raus. Das ist bei I1312. Das wäre also I1312. Jetzt gucke ich mal, ob das auch was Ich ergibt. muss einen Fehler gemacht Nee, haben. okay, dann wären wir bei I1312. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. I haben wir da. 13 wäre ganz oben. Und jetzt irgendwo hier unten. Richtig. Da. Kein Buch, aber Lupin hat eine Nachricht hinterlassen. Yes. Zweifellos die letzte. Okay, das war einfacher als gedacht. Geschätzter Mr. Holmes, genug der Rätsel. Wenn Sie dies lesen, habe ich meinen dritten Sieg errungen. Der nächste wird gewiss der gefährlichste. Etwas auf dieser Welt kann man mit Geld nicht kaufen. Dafür sind schon Millionen von Männern mit dem Schwert in der Hand und einem Lächeln auf den Lippen gestorben. Klingt nach Liebe? Illustre Eroberer und mächtige Armeen haben vergeblich versucht zu erobern, was ich nun stehlen werde. Okay, vielleicht doch nicht. Nur ein Mensch auf der Welt kann meinen Plan scheitern lassen. Und abgesehen von uns beiden ist diese Person vielleicht auch mein wertvollster Verbündeter. Ich ziehe in ein Schlachtfeld, das ich schon Millionen Male studiert habe, das mir aber dennoch völlig unvertraut ist. Doch ich schweife ab. Nicht weit von Ihnen entfernt gibt es einen Mann, der vor sich hin pfeift und summt. Fragen Sie ihn, wer ihm der liebste Mensch auf Erden ist. Er wird sich sträuben, Ihnen letztendlich jedoch ein Porträt zeigen. Bitte sehen Sie es sich gut an, denn schon bald wird dieses Gesicht für immer fort sein. Klingt wie, als ginge es um den König. Oder die Königin. Königin. Ja, wer ist dir denn am liebsten? Brudi. Verzeihung, Während des ich Gesprächs würde hole ich mir gerne mal etwas ganz fragen, kurz das ein eine bisschen, Allergietablette. ja, delikat ist. Alles, was Sie wollen, mein Lieber. Welcher Mensch bedeutet Ihnen am meisten? Sie sind der Einzige, der Großartigste. Hören Sie zu. Ich habe einen Fall zu lösen. Wenn Sie nicht sofort mit mir zusammenarbeiten, werde ich Ihren Vorgesetzten mit aller Fantasie, die mir zur Verfügung steht, über Ihre unkooperative Haltung informieren. Haben wir uns verstanden? Gut. Was wollen Sie denn? Ich habe alles getan, um Ihnen zu helfen. Was soll diese Frage überhaupt? Mir wurde gesagt, Sie seien im Besitz eines Porträts, das Ihnen sehr viel bedeutet. Ach das. Die Arbeiter haben sich köstlich darüber amüsiert, als ich es ihnen zeigte. Aber auch ihnen bedeutet sie viel. Wie ist das möglich? Sie kennen sie? Welch eine Frage. Natürlich. Und sie auch. Was das betrifft, kann sie nur eine dieser Personen sein, die ihnen die Welt bedeutet. Nicht wahr? Woher soll ich das wissen? Sie sind doch Engländer, wie ich. Und ist nicht jeder Engländer glücklich und stolz, wenn er dieses noble Antlitz erblickt? Ja, ich hatte recht. Ah, Eine Sie Fündigkeit meinen der Tabelle. Königin Victoria. Aha, okay, ich bin sofort bei euch wieder. Okay, nice. Es sieht so aus, als hätte ich keine Allergietabletten mehr. Der Augapfel der Engländer. Victoria, Queen of Great Britain. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es darauf hinausläuft. Und instant zurück in die Baker Street. Das heißt, wir haben das Museum geschafft. Ich habe Ihnen alles gesagt, Holmes. Sie haben recht. Jemand muss Lupin hereingelassen haben. Und das kann nur ich gewesen sein. Welch eine Schande. Dieser Halunke hat sich als Reporter ausgegeben und mich hinters Licht geführt. Ich war völlig blind. Er hat mir bei unserer ersten Begegnung sogar seine Karte gegeben. Hier, sehen Sie. Vielleicht ist das ein Hinweis. Pierre Urquhart Allen, freier Journalist, stimmt. Achso, Pierce. Urquhart Allen. PUAFJ.
Ich sehe keinen Hinweis. Pierce Urquhart Allen. Ist das schon wieder irgendwas? Muss ich hier schon wieder irgendwas auseinander rupfen und zusammenfügen? Falls ja, nein, danke. So, mein Timer wieder neu aufmachen. So. Keine Ahnung, also ich würde jetzt gern in den Buckingham Palace gehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Auch immer nicht. Welchen Hinweis enthält Pierce Visitenkarte? Keine Ahnung. Hä? Ich sehe hier keinen Hinweis. Pierce Urquhart Allen, freier Journalist. Keine Ahnung. Hä? Keine Ahnung. Pierce Hugh Allen ist ein eigenartiger Name. Ja, ach was. Könnte es ein Pseudonym sein? Weiß ich nicht. Pierce Hugh Allen. Einfach nur eine Lüge. Ja, schon wieder hier. Ja, das habe ich mir gedacht mit dem Anagramm, aber. Pierce. You. Allen. Keine Ahnung. Auf jemanden, den Sie sehr gut kennen? Watson nicht. Sherlock Holmes nicht. Victoria auch nicht. Pitt auch nicht. Irene Ehler auch nicht. Hä, keine Ahnung. Hä? Wirklich? Ach, okay, das war jetzt so naheliegend, dass ich wirklich dachte. Das ist, also, sorry. Sie hätten mir die Karte früher zeigen sollen, mein lieber Watson. Unser Gegner ist talentiert und mutig. Mehr als jeder andere Verbrecher, den wir gejagt haben. Mit einer Ausnahme. Und er hat uns tatsächlich schon wieder hereingelegt. Aber dieses letzte Abenteuer hat ihn etwas gelehrt. Wir waren vorbereitet und er musste improvisieren. Außerdem muss er ein Versteck in der Nähe gehabt haben, von wo aus er jeden unserer Schritte beobachten konnte. Dieser Mann ist ein Genie und sicher schon über alle Berge. Aber vielleicht hat er in der Eile einen Hinweis hinterlassen. Aber wir haben keine Ahnung, wo dieser Ort ist. Die Leute im Goldenen Löwen könnten etwas wissen. Aber das werden sie uns sicher nicht auf die Nase binden. In der Tat. Der Goldene Löwe ist nicht gerade der Ort, an dem wir verkehren. Es sei denn, wir bedienen uns derselben Mittel wie unser Gegner. Was meinen Sie, Watson? Werde ich in dieser Verkleidung der Kundschaft des Goldenen Löwen gerecht? Unglaublich, Holmes. Aber was ist meine Aufgabe? Sie werden Schriftsteller, Watson. Schreiben Sie einen Brief an den Premierminister und bitten Sie um ein Gespräch mit dieser Person. Und schicken Sie eine Kopie an Lestrade. Sie belieben zu scherzen, Holmes. Gewiss nicht, mein Lieber. Das muss Lupins nächstes Ziel sein. Ich muss mich einen Moment hinlegen. Ich zähle auf Sie, Watson. Wir sehen uns. Ja, ich will als nächstes die Queen besuchen gehen, bitte. Hätte ich voll Bock drauf. Und wir sind jetzt hier. Nice. Also wieder einen goldenen Löwen, den kennen wir ja schon. Und ja, ich merke schon, der Part wird ein bisschen kürzer, weil ich komme gerade überhaupt nicht auf meine Allergie klar. Watson meinte, meine Verkleidung sei überzeugend, aber ich muss mich versichern, dass sie vor einem schwierigeren Publikum bestehen kann, bevor ich den goldenen Löwen betrete. Da, Sergeant Ruffles. Er wird eine ausgezeichnete Testperson abgeben. Hallo, alter Kumpel. Hey, Sie, kommen Sie her. Wenn jemand wie Sie einen Polizeibeamten grüßt, stimmt doch was nicht. Hier stimmt alles, Gesetzeshüter. Ich kenne Sie nicht. Wohl neu in der Stadt, was? Vielleicht aus Bloomsbury? Bin ich nicht. Doch, doch. Ich glaube, Sie haben etwas mit dem Raub in Sir Herman Grimbles Haus letzte Nacht zu tun. Der Anführer der Bande soll sich hier irgendwo verstecken und Sie wollen sich jetzt Ihren Anteil holen, was? Aber niemals, Herr Wachtmeister.
Letzte Nacht war meine Tante krank und ich musste früh am Morgen 10 Kilo Kohlen schleppen, weil sie kalte Füße hatte. Und der Kohlenmann hatte nicht mal eine Tasche. Okay, das reicht. Passen Sie lieber auf. Ab jetzt habe ich ein Auge auf Sie. Mit Bravour bestanden. Das hat geklappt. Okay, danke, Ruffles. Moin, ich bin Warum sollte ein ich Typ. Dort hingehen? Dach. Das ist interessant, aber vollkommen nutzlos. Im Moment. Tagmeister, haben Sie einen Kerl von der Zeitung gesehen? Pierce heißt er. Ab, du Säufer! Tagmeister, haben Sie einen Kerl von der Zeitung gesehen? Pierce heißt er. Hey, mein Großer. Einer deiner Freunde? Klar doch. Er meinte, wenn ich etwas Handfestes hätte, wäre was für mich drin. Und ich hab was. Glaub mir, dafür würde er töten. Erzähl mir mehr. Ein echter Gentleman, dein Freund. Hat sich wohl mit einem Typen bei Miss Flemings in der Malcolm Street getroffen. Ist eine Tür mit Blumen auf beiden Seiten. Hat sein Zimmer irgendwo im ersten Stock. Hey, komm doch vorbei, wenn er mit der Kohle rübergerückt ist. Wir könnten einen trinken und danach... Klar, Süße. Ich überleg's mir. Malcolm Street. Wo ist die denn? Malcolm Street. Moment, war das mit den Blumen gegenüber oder im Haus? Warte mal. Scheiße. Hier sind Blumen. Scheiße. Ach, hier sind Blumen. Ah ja. Okay. Es besteht die Möglichkeit, dass Lupin und seine Komplizen immer noch hier sind. Ich muss mit absoluter Sicherheit wissen, hinter welcher Tür ihr Versteck ist, um die Ereignisse zu meinem Vorteil zu lenken. Okay, Schuhgröße 38 oder so. Diese Fußspuren haben Größe 43, genau, das war's. 43 ist schon mal gut. Ich guck trotzdem mal noch weiter. Schuhgröße 42. Okay. Diese Fußabdrücke sind von der Schuhgröße 43,5. Ganz klar. Schuhgröße 38. Kleine Füße. Okay. 43 hatte Lupin, da bin ich mir sehr sicher. Oh. Mann, wer bist du denn? Hey, stell dich nicht so an. Ich suche einen Typen, den ich kenne, einen Schreiberling. Du kennst ihn doch, oder? Ich kenne niemanden. Hast ein ziemlich loses Mundwerk. Bist womöglich ein Spion. Ich? Ein Spion? Das ist ein Synchronsprecher aus Gothic, oder? Wo er hin wollte? Hey Mann, der Typ schuldet mir was, verstanden? Ich bin erstmal untergetaucht. War eine große Nummer, verstehst du? Der Wirt im Löwen hat mir verklickert, dass die Bude seit einer Stunde leer ist und für die nächsten 3 Tage bezahlt wurde. Aber ich habe deinen Typen nicht gesehen. Hat vielleicht eine Kleinigkeit für mich in seinem Zimmer deponiert. Ich riskiere mal einen Blick, in Ordnung? Keine Chance, Mann. Aber wenn du auf Kohle aus bist, sag Eddie, dem Wirt im Löwen, dass es 2x so viel ist, wie ich dachte, und dass Lil Sam aus dem Rennen ist. Er kann ja mit diesem Idioten aus Chelsea sprechen. Jetzt zieh Leine und kein Wort. War sonst dein letztes. Ich habe ihn erkannt. Es ist Rumpkin, ein bekannter Einbrecher. Ich muss einen Weg finden, ihn rauszulocken, damit ich sein Zimmer durchsuchen kann, ohne die Polizei zu alarmieren. Deren Eingreifen würde einen Aufruhr verursachen und jegliche Hinweise wären zerstört. Ich muss nachdenken. Okay. Wahrscheinlich irgendwas im Löwen drüben machen. Oh Gott, ich muss den Part wirklich gleich beenden, glaube ich. Meine Allergie ist gerade richtig. Meine Augen schwillen geradezu, meine Nase auch. Mir wird sehr schwindelig, das war keine gute Idee. Es war gerade so mit dem Moment, den ich auf Aufnehmen geklickt habe, ging das los vorher. Das könnte noch nützlich sein. Vorher war es recht entspannt. Abgesäufer! Oh, selber abgesäufer. Abgesäufer! Okay. Tach. Bist du Eddie? Für dich immer noch Mister. Komme gerade von Mrs. Flemings Mieter, Rumpkin. Kennen Sie ihn, Mister? Sch, nicht so laut. Warum so nervös? Ist doch weit und breit kein Gesetzeshüter zu sehen. Braucht trotzdem niemand zu wissen. Einer meiner Kumpels gehört zu Luigis Bande. Sie suchen Rumpkins Versteck.
Wenn sie herausfinden, dass er bei mir gewohnt hat und wir Geschäfte machen, bin ich erledigt. Und du auch. Vielleicht sollte ich Luigi stecken, wo er Rumpkin findet. Und er spuckt ein paar Schilling dafür aus. Wie klingt das? Hör zu, du kleine Ratte. Luigi und Rumpkin hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Eine Sache zwischen Ehrenmännern. Jedenfalls kann sich Rumpkin in der Gegend nicht mehr blicken lassen. Also kam er heimlich her und meinte, er habe groß abgeräumt. Wollte mir einen Teil der Beute abgeben, wenn ich ihn raushaue. Halt einfach die Klappe, dann gehst du auch nicht leer aus. Abgemacht. Rumpkin scheint noch nicht bereit, sein Versteck aufzugeben. Unwahrscheinlich. Allein die Vorstellung eines gestreiften Halstuchs und er hat die Hosen voll. Gestreiftes Halstuch? Was hat das damit auf sich? Das Erkennungszeichen von Luigis Bande. Alle tragen so ein Ding. Und es sind mysteriöse Bilder drauf. Diese Tücher zusammen mit ihren langen Messern sind ihre Markenzeichen. Wenn so ein Typ vor einem steht, sollte man ihm besser aus dem Weg gehen. Also, was lässt Rumpkin mir ausrichten? Er sagte, es ist mehr als 10-mal so viel, wie sie dachten. Und sie sollen Little Sam, den Kerl aus Chelsea und so viele Männer wie möglich mitbringen, okay? Um Mitternacht. Wirklich? Hervorragend. Schon in Arbeit. Alles klar. Das könnte noch nützlich sein. Messer haben wir, Halstuch haben wir. Sein Schal ist mit Wein getränkt. Wenn ich ihn nehme, riskiere ich es, ihn zu wecken. Ich muss sicher gehen, dass dieser Trunkenbold es nicht bemerkt. Dieses Tuch von der Größe eines Schals könnte vielleicht praktisch sein. Ja, vielleicht mit austauschen. Nein, das kann ich nicht tun. Das kannst du nicht tun. Warum sollte ich dorthin gehen? Das habe ich dich gefragt. Okay. Ah. Was? Perfekt. Er hat nichts gemerkt. So. Dann haben wir Luigis Zeichen. Und das dürfte es schon sein. Wobei, da stand noch irgendwas mit Bildern drauf. Ich habe jetzt nichts mit Bildern drauf, aber... Das wird bestimmt trotzdem reichen, oder? Ich bin's. Ich habe Eddie gesehen. Ah. Du hast 5 Sekunden, das Ding hinzulegen. Wir können beide heil aus der Sache rauskommen, ohne dass Luigi etwas davon erfährt. 1, 2... Okay, erzähl schon. Gut. Schnapp dir eine Tasche und verschwinde so schnell du kannst. Ich behalte den Rest. Und nimm besser die Baker Street. Der Rest der Truppe wartet auf der anderen Seite. Okay, aber wir sehen uns wieder. Darauf kannst du Gift nehmen. In exakt 13 Sekunden macht er mit Sergeant Ruffles Bekanntschaft. So, was haben wir hier? Nice. X215 Made. Rumpkin muss dieses Papier verloren haben, als er ging. Bestimmte Teile vom Holz scheinen mit Silberfarbe angemalt zu sein. Es ist starkes Holz, kein Staub darauf. Das ist zweifellos die Beute von dem Einbruch bei Herman Grimble vor kurzem. Ich habe ihn seit dem Abenteuer des silbernen Ohrrings nicht gesehen. Oh, das wollte ich als nächstes spielen. Ich würde mich freuen, mich wiederzusehen, besonders wenn ich sein gestohlenes Eigentum zurückbringe. Gehen wir zurück zur Baker Street. Echt, ist schon soweit? Na gut, ich weiß zwar nicht, was genau ich jetzt gerade erfahren habe, aber ja, das bemalte Holz habe ich erfahren, aber ansonsten habe ich doch eigentlich gerade gar nichts. Reicht das schon? Na gut. So, Rumpkin wird festgenommen sein. Und ich hoffe, der Brief für den Premierminister ist fertig, weil wir wollen die Queen besuchen gehen. Tag. Endlich, Holmes. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Alles in Ordnung, Watson. Mir ist zwar kein großer Fisch ins Netz gegangen, aber ein paar kleinere zappeln durchaus in meiner Tasche. Ich habe die Briefe verschickt, um die Sie gebeten hatten. Ich kann es gar nicht fassen. Glauben Sie wirklich, dieser Gauner wagt es? Ja, das glaube ich, Watson. Aber darüber sprechen wir später. Vor mir liegt eine kleine Aufgabe, die meine ganze Konzentration erfordert. Ich möchte Sie bitten, Scotland Yard aufzusuchen. Informieren Sie die Behörden, dass sich die Beute aus Sir Grimbles Wohnsitz in einem von Mrs. Flemings Zimmern befindet. Hinter der zweiten Tür zur Linken, um präzise zu sein. Den Täter haben Sie bereits dingfest gemacht, aber wenn sich die Beamten bis Mitternacht gedulden, werden Sie dort die meistgesuchten Hehler Londons finden. Mit der Hand in der Keksdose,
In den Keksdosen, besser gesagt. Wie Sie wünschen, Holmes. Danke, Watson. Ich werde mich derweil neuen Hinweisen widmen. Welche Geheimnisse stecken hinter diesen Stücken silbernen Holzes? Ja, das werden wir im nächsten Part rausfinden. Ich würde super gerne hier noch ein paar Minuten weitermachen. Aber es ist weder für mich noch für euch schön, gerade diesen Part weiterlaufen zu lassen. Ich muss jetzt dringend nochmal zum Nachtschalter der Apotheke mir eine Allergietablette holen, sonst werde ich krankenhausreif. Also bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen.